wirklich, dass das kürzlich verabschiedete Hochschulgesetz der geeignete Rahmen für die Zukunftsfähigkeit unserer Hochschulen in Sachsen ist. Die Gesetzgebung ist leider das, was es fast immer ist, wenn CDU und SPD in Dresden oder Berlin zusammenarbeiten. Es ist der faule Kompromiss auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der auf die Kosten der Zukunft unseres Landes geht. 4 Jahre hat die Erarbeitung dieses Kompromisses bei der Staatsregierung gedauert. Und der Ministerpräsident Tillich auf dem Zukunftskongress Sachsen 2020 hieß er nur 5 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes ein modernes Hochschulrecht für Sachsen vor. Man hat ja vor nicht nur Recht, aber er sagt auch sehr deutlich, was er selbst von dem neuen Hochschulgesetz in Sachsen hält. Offensichtlich nicht viel, meine Damen und Herren. Die Wirtschaftspolitik ist heute überhaupt gar nicht so sehr gesagt, weil es immer ein bisschen schwierig ist, wenn frischer Unternehmergeist auf planwirtschaftliche Träumereien und gewerkschaftlichen Dogmatismus trifft. Und zur Frage der Kompetenz, der Wirtschaftsminister selber hat es ja vorhin angesprochen, zur Kompetenz, wie unsere Wirtschaftsressort inzwischen geführt wird, hat der Landesvorsitzende der CDU auf dem Landesparteitag am 16. Mai ja einige klare Worte gefunden, dem eigentlich aus unserer Sicht das FDP auch nichts hinzuzufügen ist. Das jüngste Mittelstandsbarometer zeigt im Bundesvergleich die Entwicklung Sachsens unter Führung der sächsischen Sozialdemokratie ziemlich plastisch auf. Dabei ist Sachsen an den wichtigsten Mittelstandsindikatoren abgestürzt. Nur drei Bundesländer sind die Unternehmen noch unzufriedener mit der Mittelstandspolitik ihres eigenen Landes als in Sachsen. Überall im Osten übrigens ist man zufriedener als in Sachsen. Und mit einem Wirtschaftswachstum von 0,9% im Jahr 2008 lag Sachsen deutschlandweit in einem Aufschwungjahr, wo wir Rekordsteuereinnahmen hatten, trotzdem nur auf dem vorletzten Platz. Wie gesagt, meine Damen und Herren, Erfolg ist messbar. Die Wirtschaftspolitik in diesem Land ist seit 5 Jahren leider keine Erfolgsgeschichte mehr. Es wird Zeit, dass wir das regulieren. Genau so. Genauso sieht es eben ja leider auch in der Verkehrspolitik aus, Herr Kollege Jorg. Ganz besonders, wenn wir uns die auch vom Ministerpräsidenten angesprochenen katastrophalen Zustände beim Schienenverkehr sehen. Ich finde es persönlich sehr schade, dass der kurze Tag, den Sie als SPD-Landesminister ja eigentlich zum SPD-Bundesverkehrsminister haben müssen, offensichtlich überhaupt nichts gebracht hat. Aber es ist eben so, früher hat die gesamte Republik hingehört, wenn der sächsische Löwe gebrüllt hat, heute interessiert es um Berlin niemanden mehr, wenn das sächsische Plätzchen schnürt. Besonders enttäuschend auch, meine Damen und Herren, ist die Reformunfähigkeit und die offensichtliche Reformunlust dieser Staatsregierung. Das Scheitern des Paragrafenpartners ist schon oft genug auch von der FDP hier angesprochen worden. Aber vorher hat der Ministerpräsident, und das fand ich dann doch sehr bemerkenswert, die Verwaltungsreform als eine Reform bezeichnet, die ihresgleichen sucht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Spaß war, eine witzige Bemerkung, oder ob er das ernst gemeint hat. Ich kann mir das am besten Willen nicht vorstellen. Ich verspreche Ihnen, dass das Substantiv Reform aus dem Duden springen wird, wenn wir weiterhin diese Verwaltungsreform als Reform bezeichnen. Eine Reform, die nicht in der Lage ist, wenigstens auf ein einziges Regierungspräsidium zu verzichten, ist keine Reform. Und wenn ich sehe, dass wir schon Ende dieses Jahres unter höhere Personalverwaltungskosten im sächsischen Landeshaushalt haben, als wir sie vor der Reform gehabt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, dann sehe ich, dass diese Reform keine große gewesen ist und dass sie völlig ungenügend gewesen ist. Der Ministerpräsident hat vorhin in seiner Erklärung gesagt, dass Sachsen jeden 5. Euro investiert, was ein klasse Wert ist, gar keine Frage. Er hat aber eins vergessen, mit dazu zu erwähnen, dass wir jeden 4. Euro in die eigene Verwaltung, in den eigenen Verwaltungsapparat stecken, meine Damen und Herren. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Dieser Wert ist viel, viel zu hoch. Sachsen hat die
vergangenen 5 Jahre politisch weitestgehend vergeudet und durch das Sachsen-LG-Desaster haben wir leider eine millionenschwere Mitgift bekommen, an der wir alle lange zu kauen haben werden. Und Herr Job, was kann los? Gut, Sie sitzen immer zwischen anderen Stühlen die ganze Zeit. Aber weil Sie sich ja in letzter Zeit an der FDP reiben, ich verstehe ja, dass Sie angesichts Ihrer Kommunalwahlergebnisse in Sachsen, dass Sie angesichts Ihrer Europawahlergebnisse hier in Sachsen und bundesweit und angesichts von Ihrer düsteren Wahlaussichten für den 30.8., dass Sie da unter Verlustängsten leiden. Deswegen habe ich auch ein gewisses Verständnis für Ihre Bissigkeit, die Sie an den Tag legen. Sie müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass Sie einen einzigen Volksvorschlag gemacht haben. Die SPD ist inzwischen eine Splitterpartei und ich verstehe auch, dass Sie das ganz schwerfällt, dass anstatt, liebe Kollegin, anstatt dass Sie das machen, was von dem Alter der SPD erwarten wurde, nämlich sich an der CDU, mit der CDU messen zu können, dass Sie inzwischen sich an der FDP messen. Das ist sicherlich für einen SPD-Politiker etwas, was er kaum begreift, aber so sind die Realitäten. Ich glaube, das muss für Sie noch schmerzhafter werden. In 77 Kommunen, nehmen wir doch die Realitäten zur Kenntnis, lieber Martin, sind wir beim letzten Kommunalwahl schon stärker gewesen als die SPD. Gerade war 0,13% Trend von der SPD in der Großstadt, in der Heimatstadt Dresden. Da könnte sich auf was gefasst machen. Sie können auch weiter gerne so mutige Reihe gehen. Sie sind ja wirklich sympathisch, ich bin sicher, dass Sie uns eher helfen. Trotzdem, wir werden Sie im Wahlkampf an Ihre Verantwortung für die Politik in diesem Jahr, an die Verantwortung für die Politik noch seit, glaube ich, inzwischen 11 Jahren im Bund, auch an Ihre Verantwortung für die Krise und die Rahmenbedingungen für die Krise. Und wir müssen doch mal sehen, wann eigentlich dieser Finanzmarkt dereguliert worden ist und von wem er dereguliert worden ist und seit wann es überhaupt erst eine schöne Variante mit diesen Hedgefonds gibt. Das ist, glaube ich, noch ein Glück passiert, wenn ich das nicht mehr höre. Dann hat er ja überhaupt daran werden wir Sie auf jeden Fall im Wahlkampf lesen. Und wir werden Sie auch an die vielen nicht erhaltenen Gespräche, die in den letzten Jahren waren, im Wahlkampf erinnern. Aber eine Sache ist vor Ort im Wahlkampf tatsächlich noch ein bisschen aufgefallen, weil das erfolgt war. Auch da muss ich fragen, ob das jetzt ernst gemeint war oder ob das Spaß gewesen war. Sie haben nämlich gesagt, dass die SPD der Innovationsmotor dieser Regierung gewesen ist. Herr Flatt, stimmt das? Aber Herr Loh, das kann ich nicht sagen, Sachsen ist doch kein Paradox. Sachsen reicht kein Hilfsmotor, der irgendwie auf dem Wasser ein bisschen schwankt und ansonsten kaum die Kraft hat, in irgendeiner Weise eine Form von Wasserverdrängung zu führen. Was Sachsen braucht, was nach vorne will, ist irgendwas, was richtig Kraft hat und diese richtige Kraft hat mit Sicherheit nicht das gegeben. Zum Abschluss, da habe ich jetzt von vielen Seiten natürlich Beifall bekommen. Sachsen hat es besser. Sachsen braucht mit Sicherheit eine bessere Regierung und Sachsen wird am 30.8. auch eine bessere Regierung bekommen, da bin ich ganz zuversichtlich. Vielen Dank.